Guten Morgen, meine Lieben. Schaut euch das an. Sophie, was ist los? Die Sophie flippt aus. Wo sind die Mädels? Ah! Und macht Spaß, Kinder? Ist kalt? Laufen bringt sich nicht. Ja, mir geht kalt. Ja, ihr könnt schon einsteigen. Tschüss, viel Spaß beim Zahnarzt. Mir macht zu, weil die Sophie flippt einfach grundsätzlich aus. Was ist denn hier los? Auch von mir ein herzliches Guten Morgen mit Gesicht, meine Lieben. Ja, wie ihr gesehen habt, bei uns hat es schon geschneit und richtig ordentlich. Ich dachte zuerst, dass es vielleicht nicht so, also dass es nur so ein bisschen angezuckert ist, aber richtig schön. Hoffe, dass es jetzt mehrmals schneit und vielleicht auch die Kinder was davon haben. Ja, der Papa fährt mit Michelle und Lara jetzt zum Zahnarzt. Die haben einen Zahnarzttermin und ich werde jetzt auch gleich meine Zähne putzen und runtergehen, den Patrick aufwecken, weil er schläft bestimmt noch. Der hat jetzt gleich Schule, also online school. Und die Lisa schläft auch noch. Ja, ich werde mich dann ein bisschen fertig machen für den Tag, weil ich bin gerade erst aufgewacht. Also bis nachher, meine Lieben. Ich habe mich jetzt ein bisschen fresh gemacht, habe mich angezogen, Haare ein bisschen geglättet, Gesicht gewaschen und so weiter. Patrick habe ich auch schon aufgeweckt und ich werde mich jetzt hier ein bisschen um das Geschirr kümmern, also den Geschirrspüler mal ausräumen, wieder einräumen. Und sonst ist eigentlich eh ordentlich so einigermaßen hier. Ja, und dann werde ich mir einen Kaffee machen und mich ein bisschen an den Computer setzen. Mal schauen, wie lange die Lisa noch schläft, jetzt aktuell 8 Uhr. Und ja, dass ich dann ein bisschen arbeiten kann, wenn es noch Ruhe im Haus ist. So, wie ihr sehen könnt, ist die kleine Bande wieder zurück vom Zahnarzt. Und der Baba geht jetzt mit den Kleinen. Sie haben keine Handschuhe, deswegen muss ich hier anziehen. Passt die? Der Papa geht mit den Kleinen, aber du kannst auch meine Handschuhe nehmen. Schau mal, da drinnen sind sicher auch welche von mir noch. Also, der Papa geht jetzt mit den Mäuseln alle ein bisschen raus. Wieder? Nee, ja, genau, die grauen, das sind meine. Die Hunde sind auch ganz... Wo ist denn Emmys Schneeanzug? Zeig mal, Luisa, bitte schön. Emmy. Hallo. Ja, super. Aber die Emmy braucht keinen Anzug. Kann die mitkommen? Hat die auch einen Garten? Sicher kann die Emmy auch einen Garten. Und Sophia. Nein, alle Kind. Willst du auch raus? Garten? Okay. Garten? Nimm die Hunde mit, ja. Ja. Emmy, Sophie. Emmy, Sophie. Emmy, wir haben Küken. Das ist Küken. Ich habe Küken an. Schaut mal, wer da ist. So, meine Lieben, wir sind draußen. Endlich ein Tag, wo Schnee noch draußen liegt. Und wir werden heute richtig den Tag genießen. Natürlich, soweit es geht. Und wir hoffen, dass die Schnee länger oben bleibt.
Langsam. Na, warte mal. Komm her mit deiner Mütze. Haltet euch fest? Ja. Hast du deine Windel festgeschnallt? Ich hab keine Windel. Okay, ich auch nicht. Na gut, dann leg mal los. Es ist leider nicht so einfach. Fertig Energie. Ich freue mich so sehr, dass wir noch einen Schneemann geschafft haben. Weil die letzten Jahre leider hat nicht mehr so viel geschneit. Und ich glaube, nicht nur ich, sondern die Kinder auch haben den Schnee vermisst. Komm mal mit Ja. Cool. Und das Beste frei. Und der Schneemann. Aber, nee. Du nervst ja, du. Hey meine Lieben, nicht wundern, ich liege im Bett und habe meinen Schlafschal an, weil mir ging es nicht so gut und ich muss mich ein bisschen ausruhen. Das Baby macht hier gerade so ein paar Beulen in meinen Bauch. Das ist voll krass. Auf jeden Fall, mir, ich weiß nicht, vielleicht sieht man mir das auch im Gesicht an. Ich, oh mein Gott, was ist das? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich drehe mal um. Whoa. Oh mein Gott, oh mein Gott. Voll krass hier. Voll krassen Bewegungen. Normalerweise versuche ich das ja immer mit dem Handy zu filmen. Und immer wenn ich die Kamera auf ihn halte, also auf den Bauch, dann bewegt er sich nicht mehr. Aber jetzt habe ich das
Ha. Na, kleiner Mann. So, was ich auf jeden Fall sagen wollte, mir ging es nicht so gut, deswegen habe ich mich hergelegt. Ich habe so... Ich hasse das, wenn da so eine Ecke vom Polster rausschaut. Kennt ihr das? Das ist so eine scheiß Bettwäsche, die ich wieder habe. So, ich bin so ein Monk. Auf jeden Fall. Ich schweife immer ab. Also mir ging es nicht so gut. Und ich hatte so starkes Unterbauchstechen, also keine Wehen, es hat sich jetzt nicht wie Wehen angefühlt, sondern ja, so wie ein wie so Seitenstechen oder Mutterband mit Mutterbänder. Meine Mutterbänder haben einfach so richtig hart, stark gezogen und deswegen habe ich mich hergelegt. Ja. Und ich bin ein bisschen durch den Wind, weil ja, ich hoffe, dass es halt nichts ist. Ich bin halt auch viel gesessen in letzter Zeit. Also das ist halt immer auch so unangenehm, wenn ich dann so sitze. So, dann ja, drückt es halt unten am Bauch ein bisschen. Bin halt viel am Computer gesessen in letzter Zeit und ich muss jetzt wieder ein bisschen zurückschrauben. Das ist quasi, ja, ich glaube, ich werde mit der Michelle Computer tauschen, weil ich habe halt der Michelle meinen Laptop gegeben für Homeschool, wobei jetzt hat sie ja eh gleich bald wieder normale Normalschule. Dann braucht sie den Laptop eh nicht mehr. Dann kann ich dann halt meinen Laptop im Bett legen. Dann ist das für mich halt ein bisschen entspannter. Bin jetzt in der Küche, mir geht schon ein bisschen besser. Baba hat für uns gekocht. Heute gibt es Bacon Beans und Würstchen. Die Amy ist auch da, vielleicht kriegt sie ein heißes Würstchen. Bist du heiß? Ein bisschen, ja. Soll ich mal pushen? Wir sind jetzt mal wieder im Wohnzimmer. Wir haben Abendessen schon gegessen und jetzt haben wir uns gemütlich im Wohnzimmer gemacht. Ich und die Kinder. Die Mama ist noch im Schlafzimmer, weil ihr aktuell nicht so wirklich gut geht. Und wir spielen halt unser Abendspiel, also unsere Routine. Natürlich eine Runde Puzzle, ich und die Luisa. Aber uns fehlen noch ein paar, oder? Ja. Sind ja am Boden gedreht dort, irgendwo. Ja, die fehlen noch. Eins, zwei, drei, vier fehlen noch. Sind die vielleicht am Boden irgendwo? Ja. Was bist du denn jetzt in der Maus? Schau, die Lara hat schon gefunden. Hey, ich will es mal lassen. Na, das gehört hier. Hier, hier. Ja, und drin. So, das macht die Lara. Okay, das macht die Lara und das macht die Luisa. Super. Und die Luisa auch. Super. Ja, super. Danke, Mali. Ja. Das ist schon ein richtiger Puzzle-Turnier geworden. Wer eine... Was machst du denn da? Ballett? Der andere? Super, hast du das gemacht! Aber bewochen. Kann ich das machen? Und den letzten Puzzle gibt die Lara rein. Juhu! So, meine Lieben, ich werde jetzt mal den Vlog beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch sehr gut gefallen. Abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben und bis nächstes Mal. Baba!